Ja, Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir haben hier das erste Set des Jahres, Maze of Millennia. Und das ist ein Set, wo ich sehr gespannt bin, weil A, weiß ich nicht, was drin ist. Und B, kenne ich das Produkt davor natürlich, also aus der Reihe. Und das war sehr, sehr gut. Wollen wir gucken, ob das hier auch so ist. Es sind schon einige Karten bekannt. Also ich kenne so um die 30 Karten, aber eben nicht alle Karten. Denn oft sind hier eben wieder bekannte Karten drin. Und ich weiß halt eben die Fächer und die Geschenke. Gucken wir das Ganze an und wir öffnen das Ganze hier. Und schauen uns eben das Ganze an, was hier Schönes drin ist. So, erstmal 7 Karten, 24 Booster. Let's go. So, erstmal, ich muss immer sagen, mir gefällt es sehr, wenn entweder Booster verschiedene Muster haben, also verschiedene Covers, oder wenn es halt sehr bunt ist. Es ist sehr hübsch auf jeden Fall. Bin ich schon sehr von überzeugt. So, aber da es sehr bunt ist, liebt ihr das so? Das ist sehr, wie gesagt, man sieht hier einige Karten, die interessant sind, aber man weiß eben nicht, welche Karten drin sind, die wir schon kennen. So, machen wir weiter. Wir öffnen einfach, gehen Stück für Stück durch, wie immer. Ich gehe auf Karten ein, wenn sie kommen, und wir haben zunächst Altergeist Protocol. Altergeist, nice, nehmen wir mit. Altergeist, nehmen wir mit. Und dann, erdgebunden. Ja, das hat natürlich, war natürlich irgendwie logisch, denn hier drin sind erdgebunden. Um genau zu sein, neuer Support dafür, denn wir haben neue Fusions-, aber auch Synchro-Monster und bedeutet also, ja, die erdgebundenen, die älteren Karten brauchen wir auch, also sind sie hier drin. Finde ich gut. Dann Synchro, allgemein, es geht hier auch viel um Synchro. Wie gesagt, wir haben hier, ne, durch die erdgebundenen auch, halt eben hier Synchro. Dann hier nochmal Altergeist und, Kampfflammendrache. Das ist eben auch der neuen. Ein Drachenmonster und ein Feuerkriegermonster. Vielleicht mal für Superpoli, man weiß es nicht. Aber ja, ist eine neue Fusion. Und flammender Schwertkämpfer. Und das ist doch, ja, das ist keine Fusion, Leute. Und zwar, falls die Karte normal spezial beschworen wird, du kannst deiner Hand eine Zauberfallen, der oder die Flammschwertkämpfer erwähnt, von der Decke hinzufügen. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Flammschwertkämpfer oder ein Monster, das ihn erwähnt, von deinem Deck oder extra Deck auf den Friedhof legen, außer flammenden Schwertkämpfer. Du kannst jeden Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug benutzen. Ja, ist halt dann mehr um Schlamm, Flammenschwertkämpfer drumherum. Er ist natürlich der Kampfflammenschwertkämpfer, ne? Ich glaube aber, diese Only-Beschränkung geht auf, genau, Kampfflammen, nicht Flammenschwertkämpfer. Das wäre ein bisschen komisch. So, dann haben wir Chimäre drin. Okay. Chimären-Support? Ich mag Chimäre. Chimäre drin. Oh, Eindämmen. Okay. Wir haben hier Rescue Ace drin, wie so ein Rettungsass. Oh, das ist nett. Erdgebunden. Da sind wir. Synchro 6. Wir kommen noch zu den Tunern, also zu den Empfängern, wie man das Ganze ruft. Nett. Also ist, natürlich ist es für Erdgebunden, aber allgemein für Synchro hilft es sehr, weil wir viel leichter Access haben, eben auf Synchro. Von daher gut. Altergeist ist hier wirklich viel drin. Dann Erdgebunden, wie gesagt, Fusionen auch, denn die neuen Karten, also jetzt nicht er, aber die neuen Monster, die locken dich. Also die sagen halt, du darfst kein Monster mehr von Extra Deck Spezial beschwören, außer Synchro oder Fusion. Passt natürlich, dass die Themen eigene Fusion und Synchro haben. Die Fusionskarte von diesem Deckthema kommt aber erst im nächsten Set raus, was natürlich ein bisschen schade ist, dann müssen wir halt warten. Also die erdgebundene Fusion kommt dann eben im nächsten Hauptset raus. Genau. Also müssen wir auf die Fusion noch warten. Alter Geist hier und Bambuka. Ach ja, stimmt. Nee, warte. Nee. Ich muss gerade überlegen. Ich muss überlegen. Doch, ne? Im nächsten Hauptset kommen auch die Maispectre, die neuen Karten. Genau, die neuen Maispectre kommen. Und hier haben wir jetzt Bambuku drin. Sehr gut. Also das heißt, ja, Kirin, wir warten auf dich. genau, okay. Dann haben wir wohl alle hier drin. Oh, Gazelle. Also die Retro-Karten. Oh, Millenniums-Enthüllung. Warte mal, Millenniums-Enthüllung, kannte ich die? Ah, genau, das ist für göttliches Ungeheuer. Du kannst ein göttliches Ungeheuer-Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen, füge deiner Hand eine Videogeburt und eine Decke zu. Ja, okay. Ich dachte gerade, die Karte kenne ich nicht, aber die kenne ich doch. muss einfach ein bisschen aufpassen hier. Strahlender Lanzenträger. 3 Wassermonster Stufe 4. Hier auch drin. Jet-Synchron. Ja, wie gesagt, Synchro ist hier definitiv drin. Wer hätte es gedacht? Totempfahl. Auch hier drin. Oh, nein. Und Gate. Und dann haben wir... Synchrofusion als Ultra Rare.
Harmonisch vor allen Dingen. Lege einen Empfänger und einen Nichtempfänger offen auf dem Spielfeld, auf den Friedhof, beschwöre die beiden folgenden Monster, Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Ein Synchro-Monster, das mit jedem zwei Monster vom Friedhof als Material Synchro beschworen werden kann. Und zwei Fusionsmonster, das mit jener zwei Monster im Friedhof als Material Fusionsbeschworen werden können. Also hier können wir halt eben zwei Monster holen. Ist an sich eine interessante Karte. Synchro-Fusion, das heißt Synchro. Interessant, man muss gucken. Allgemein bei den ganzen neuen Karten zum Thema Synchro. Wir haben sehr viele Synchro-Karten. Problem ist natürlich da, ein gutes Deck drumherum zu bauen. Und ja, müssen wir gucken. Dann haben wir My Spectre. Wie gesagt, My Spectre. Oh nein, ich sehe was. Collectors! Wir haben eine gibt es hier Collectors? Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es hier Collectors drin? Oberst der König ist drin. Die Dinosaurier gibt es auch neue. Ich möchte jetzt zu Collectors. Da ist der Level 1er. Der Spezialbeschwört direkt eine erdgebundene Karte aus dem Deck. Das heißt, mit ihnen können wir sofort in 6 gehen. Synchro, Sek, Junk Speeder, let's go. Und wir haben hier Doppelkrieger, auch hier drin. Sehr alte, also sehr retro-lastige Karte bezüglich Synchro. Und Jet Synchro in Warte, ist das Collectors überhaupt? Ist das Ulti? Warte, ist das das japanische Ulti? Oder ist es... Ich müsste jetzt dazu... Warte mal. Wir müssen mal jetzt hier Vergleich nehmen. Ich hab doch hier... Warte. Nee, das ist das Ulti. So, jetzt haben wir hier ein Nibiru. Das ist Ulti. Also man sieht hier auf jeden Fall. Aber man sieht ja auch, dass der rauskommt. Aber es ist Collector's Rare. Aber es ist nicht die japanische Version von der Collector's Rare. Die muss ich da auch noch irgendwo haben. Komm, wo ist sie denn jetzt hier? Komm. Ich habe hier, guck mal, da übrigens, Synchro, wenn wir gerade davon reden. So, komm, wo ist denn? Hier, doch, da. Da, das ist eine Collector. So ein Ding nämlich. So, das ist hier die Collectors und man sieht hier halt, dass hier so Punkte drin sind. Die sind hier halt nicht drin. Ist Geschmackssache definitiv, was man lieber mag. Aber Collector's Rare. Alter, einfach Jet-Synchro. Einfach super gut. Also, ich bin zufrieden. Ich komme zwar überhaupt nicht voran, wie immer. Wird ein langes Video. Aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Einfach. Ich sag ja, Collectors Rare ziehe ich am laufenden Band, aber eine Ghost Rare ziehe ich mir nicht. Alarmieren, okay, sind hier wohl alle drin. Sind hier alle drin? Also sind hier auch die Monster drin oder sind hier nur Spells drin? Aber super. Also, ne, klar. Verbotsliste gab es ja. Dementsprechend gab es hier natürlich für Rescue Ace eben dementsprechend was. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr cool. Oberst, ja, also anscheinend hier sind auch die Arc-Karten drin. Erdgebundene Falle ist die neue Falle. Ach krass, das sind wirklich die Rar-Karten, ne? Das sind wirklich die Rar-Karten, die drin ist. Und, Gear. Der sieht super aus. Erdgebundene Fusion. Ja, ein Fusionsmonster und ein Synchromonster ist sehr, also nicht so einfach zu rufen. Klar, mit eben, wie gesagt, der Zauberkarte ist das einfacher, definitiv. Aber es ist halt an sich ein bisschen schwieriger. Nice. Schönes Monster. Ich finde auch gut, dass Erdgebundene jetzt so nochmal neu kommt, weil Erdgebundene ist natürlich ein bisschen raus. Oberster König, nochmal er, nochmal ihn und nein. Achso, ich dachte gerade, das wäre noch ein Collectors. Alter Geist nochmal und ja, hier sind wohl alle MySpectors drin. Und, oh, der Erdgebundene. Ja, der ist, ups, der ist Stufe 5 und kann halt eben mit den Level 1er geholt werden. Ist sofort Stufe 6. Let's go, Synchro. Bist aber dann, wie gesagt, darfst du dann nichts mehr beschwören, außer Synchronfusion. Also, das ist halt so wirklich so ein bisschen halt der Nachteil. Aber ich denke mal, man kann ein sehr gutes Board legen mit nur Synchro oder nur Fusion. Definitiv. Schon wieder retten? Nee, retten hatten wir noch gar nicht. Das ist interessant, dass die alle sind. Oh, yeah. Wir haben hier nämlich auch neuen Support drin. Für dieses Deck-Thema. Ist nett. Kann man definitiv nehmen. Folgepanzer, Desynchro passt natürlich. Und Flammende Schwert. Reich. Ja, hier, wie gesagt, für Flammenschwertkämpfer neue Karten. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte aktivieren, wenn du ein Feuer-Kriegermonster als Normalbeschwörung beschwörst. Ein pro Spielzug, du kannst ein Monster von deiner Hand offen auf dem Spielfeld auf den Friedhof legen. Beschwöre einen Flammenschwertkämpfer als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Dies wird als Fusionsbeschwörung behandelt. Ein pro Spielzug, wenn ein Monster einen Angriff deklariert, du kannst ein Kriegermonster wählen, das du kontrollierst, bis du einen Spielzug erhältst, verliert es genau 1000 ATK, aber alle anderen, die du kontrollierst, erhalten 1000. Interessant. Also man kann jetzt Flammenschwertkämpfer auf jeden Fall sehr leicht rufen. Das können wir, glaube ich, festhalten. Weiter geht's. Au, Eindämmen. Also wir haben ja wirklich alle drin. Kampfmotorrad. Namen hier 10 von 10 auf jeden Fall. Aber auch eine Karte, die bereits bekannt war. Altergeist.
Alle Geistzieher, Notfall. Ja, wir haben ja alle drin, ne? Ich möchte mal. 100 Drache ist ja auch drin. Und nochmal die Fusion. Vielleicht zweimal mal. Warum auch nicht? Ich bin gespannt, ob wir wirklich hier die Main-Monster noch sehen. Also allgemein die Monster. Wir sehen ja ein bisschen nur Zauberfang Karten. Oberster König. Salamandra-Fusion. Das ist die Fusionskarte, ne? Rüste nur ein Feuerkriegermonster mit dieser Karte aus. Erhalte 700 ATK. Falls das ausgerüstete Monster durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, kannst du stattdessen diese Karte zerstören. Okay, net Protection. Solange diese Karte ein Fusionsmonster ausgerüstet ist, das du kontrollierst, du kannst diese Karte und das ausgerüstete Monster auf den Friedhof legen. Und falls du dies tust, beschwöre einen Flammenschwertkämpfer oder ein Fusionsmonster, das ihn erwähnt, als Spezialbeschwörung und Extra-Deck. Dies wird als Fusionsbeschwörung behandelt. Gibt es noch eine neue, ich weiß gerade gar nicht, gibt es noch eine neue Fusion? Wäre interessant. Erdgebunden. Defeat Spell. Und drastisches Scene, nicht Destiny Draw oder ähnliches. Nein, drastisches Scene. Verbanne alle Karten, die du kontrollierst. Alle Monster. Ups. Alle Karten, alle Monster, ist das gleiche. Ziehe 3 Karten. Du kannst diesen Spielzug, in dem du die Karte aktiviert hast, kein Normal- oder Spezialbeschwörung durchführen, außer von Cybers Monstern. Ist eine gute Draw-Karte für Cybers an sich. Ja, 2 Monsters kriegt man sehr leicht aufs Feld. 3 Karten ziehen ist nett. Du kannst aber nur einen pro Spielzug aktivieren. Das heißt, wenn du 3 davon spielst, Aber es ist eine interessante Zielkarte. Und es ist übrigens ein Ultra-Rare. Wie ich jetzt auf den Rare-Stapel legen wollte. So, komm. Wir wollen jetzt hier Rescue Ace haben. Wir wollen Rescue Ace. My Spectre ist auch nett. Erdgebunden. Alarmieren. Nochmal die von und Alter Geist und. Arkane Macht. Ja, wir haben auch noch eine Arkane Machtkarte. Hallo, hier ist sie. 367 leider. Also 7 Sterne ist natürlich ein bisschen schade, weil 6 wäre natürlich cooler. Du kannst diese Karte abwerfen, füge dann eine Lichtbarriere vom Deck hinzu oder Friedhof hinzu. Das ist schon mal sehr nett. Also sie searcht die Field Spell, was super gut ist für Arkane Macht. Außerdem, falls die Karte beschworen wird, wirf eine Münze, wie bei allen. Kopf. Wenn er gegen einen Angriff reguliert, den sie gerade beteiligt ist, du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen, zerstöre es und der Beherrscher verliert 500. Ja, Fenrir in schwächer Zahl. Falls ein Angriff reguliert wird, an dem diese Karte beteiligt ist, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Okay, das ist wiederum sehr lustig. Okay. Aber es geht hier ja eh um den Search, ne? Also wir wollen halt searchen. Synchrojagd. Dann Code Hack, auch ebenfalls eine neue Karte, eben für Cyber Link. Also ist ja klar, Cybers ist generell eher Link. Oberst sind Edgebunden wieder. Notfall. Haben wir nur die Spells hier drin? Ich möchte auch die Monster ziehen. Und, Salamandra, fliegender Flammendrache. Das ist halt quasi, also man sieht es ja auch auf der, habe ich die Fusionskarte? Man sieht es ja auch hier, also hier ist ja die Karte drauf. Jetzt hier auch als Monsterdrache. Solange diese Karte Flammenschwertkämpfer oder ein Monster, das ihn erwähnt, ausrüstet, erhält das Monster 700 ATK. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls sich diese Karte in deiner Hand oder in deinem Friedhof befindet, du kannst ein Kriegermonster wählen, das du kontrollierst, rüste es mit dieser Karte aus. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand einen Salamandra-Zauber oder Falle von der Decke hinzufügen. Stimmt, es gibt ja noch die Ausrüstungskarte, ne? Also ganz alt. Also hier haben wir auch auf jeden Fall sehr alt bekannte Karten drin. Dann, Oberster König ist hier drin. Satellitenzyklus ist hier drin auch. Interessant. Also, es ist sehr interessant, welche Karten hier drin sind. Und nochmal den. Nehme ich mit. Wir bräuchten. Warte mal. Ist das Level 1 eine Rare gewesen? Wo ist es? Nein, ich habe es weggelegt. Ja, es war eine Rare. Nein, ich habe es nicht rausgelegt. Okay, warte. Da müssen wir nachholen. Das müssen wir nachholen, Leute. Wo ist Synchro? Wo ist der Level? Der war am Anfang. Da! Oh. Ja, also, den wollen wir auf jeden Fall noch öfter ziehen. Ist ein Rare. Okay. Ist ein Rare. Gut zu wissen. Dann haben wir ja Dreieck. Oh! Ja, ihr seht nicht das Dreieck. Ich aber. Dreieck O. Oh, ist der König. Ach! Ist hier Kristallflügel, also Crystal Wing drin? Das wäre auch cool. Verstärken. Kampf. Ah, da ist die Fusion. Ich habe noch gefragt, ob eine neue Fusion kommt. Da ist doch die neue Fusion. Ein Drache und ein Feuerkrieger. Ja, wer hätte das denn gedacht? Also diese Fusionsbedingung war ja klar. Auserwählte Damage Step, Schnelleffekt. Du kannst einen Krieger-Fusionsmonster wählen, das du kontrollierst. Rüste jede Karte, die du kontrollierst, mit dieser Karte auf dem Spielfeld oder deinen Friedhof als Fusionskarte aus. Okay, auch im Friedhof, das ist schon mal nicht schlecht. Weiter geht's. Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, solange diese Karte Flammenschwertkämpfer oder ein Monster, das ihn erwähnt, ausrüstet, erhält das ausgerüstete Monster 700 ATK und während jeder Battle Phase zweimal angreifen. Okay, ist nett. Oh, wenn man vom Teufel redet, dann haben wir das. Und erdgebundenes Gefängnis nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Löschen. Erdgebunden. Das ist der erste Und. Oh mein Gott. Wir haben. Na! Okay. Ganz ruhig. Wir haben. Eine Quarter? Notfall und.
MySpec und... Oh, wir haben das neue, Gerümpelkrieger mit neuen Artwork in... Oh, wie hübsch, wie hübsch. Also das muss man schon sagen, ist sehr hübsch. Einfach gezogen. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Das ist schön. Einfach neues Artwork. Gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Aber ich muss auch sagen, das alte ist auch sehr hübsch. Da kann ich mich gar nicht... Also oft ist so, bei anderen Artworks, ich finde grundsätzlich fast immer das neue besser. Okay, jetzt würde ich sagen, es ist gerade besser, weil es ist neu, so was Neues. Aber generell kann man schon sagen, das alte ist auch gut. Und da kann man schwer entscheiden. Aber so ein Angriff ist sehr, sehr nice. Chat-Synchron, Vereinigung, Erdgebunde. Und ich will Rescue Ace! Okay, der neue Dino immerhin. Level 4er. Falls der Gegner 2 oder mehr offene Monster kontrolliert, außer Windmonster, können jedes Monster diese Karte nicht als Zielangriff wählen. Also es ist wirklich, es fliegt. Dementsprechend kann es nicht angegriffen werden, außer von anderen Flugeinheiten. Also die Wind sind halt. Genau. Du kannst jeder der vollen Effekte von Inuaro Shizuku verwenden. Während der Main Phase, du kannst deiner Hand eine Polymation von Deck hinzufügen. Falls die Karte verbannt wird, du kannst sie als Spezialbeschwörung beschwören. Dann kannst du deiner Hand eine Polymation von deinem Friedhof hinzufügen. Es wirkt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber wir haben in der Vergangenheit neue Fusionsdinosaurier bekommen und sie löst ein bisschen das Problem, dass man halt an Polymination rankommen muss. Bedeutet also, wir haben hier halt Fusions, Möglichkeiten. Bessere Möglichkeiten. Was sehr gut ist. Vor allen Dingen, weil das Fusionsmonster von Dino sehr, sehr gut ist. Also definitiv sehr, sehr gut ist. Flammender Schwertkampf ebenfalls hier. Da haben wir nochmal ein neues Monster für Erdgebunde. Auch hier. Das dient aber eher dazu eben... genau, das ist für... Nee, auch für Synchro, warte. Falls diese Karte normal verzahnt wird, du kannst deine Hand ein erdgebundenes Gefängnis oder erdgebundenes Synchrofusion von Deck hinzufügen. Ah, die kann diese Fusion suchen. Okay, die kann die Fusion suchen. Dann haben wir ein Damn, My Spectre, Verstärken und wieder Flammen. Ich möchte ein Rescue. Ich weiß halt gar nicht. Sind die wirklich nur die Spells sind? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wahrscheinlich ist das dann halt einfach eine Ultra-Ware oder so, ne? So, löschen. Multifaker, ja, haben wir noch nicht gezogen, aber muss ja. Celerant Fusion, Desynchro und. Oh, was ist das denn? Photonen-Delta-Flügler. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, okay, Level 4 geht, du kannst deine Hand ein Photon, achso, du kannst ihn selber als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck in Verteidigungsmodus beschwören. Okay. Ja, leider triggert das nicht bei Spezialbeschwörung, aber ist trotzdem... Okay, erstmal kannst du sofort in Exit gehen. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Spezialbeschwörung durchführen, außer von Lichtmonstern. Okay, interessant. Aber ist für Exit gar nicht mal so verkehrt. Also, wenn du halt in einen Rang 4 gehen möchtest, ist mit ihnen das ganz einfach. Oberstes Königstor, das andere. Alarmieren, Protokoll, Schwertanz nochmal und Trugbild. Oh, Schwertkämpfer ebenfalls. Der hat da viele Sterne. Was sagt er denn? Falls ein oder mehr offene Feuermonster, die du kontrollierst, durch Kampf und Arcane-Effekt zerstört werden, du kannst dich als Spezialbeschwörung führen vom Friedhof und falls sie dort lag oder falls sie es nicht lag, von der Hand. Okay. Es ist sehr viel Text. Am Beginn des Damage Step, falls sich diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst beide kämpfende Monster zerstören. Falls diese Karte durch Kampf und einen Effekt an einer anderen Karte zerstört wird, du kannst ein Monster der Stufe 7 oder niedriger des Flammenschwertkämpfer ist oder erwähnt als Spezialbeschwörung von Deck und Extra-Deck beschwören. Okay, also die floaten sich alle. Ist interessante Mechanik. Muss man mal gucken. Und nochmal Arcane macht. Der Teufel. Der Teufel ist sehr gut. Weil er halt wieder Lichtbarriere sucht. Dann haben wir hier, also wir haben wirklich, Alter, jetzt komplett alles gleich. Retten und, die Säule. Ja, wie gesagt, es gibt hier neue, also wie gesagt, das ist ein kompletter Archetype. Nein, das ist ja die Säule. Falls die Karte beschworen wird, auch bei Spezialbeschwörung, sehr gut, vor allem, wenn sie Level 3 ist. Du kannst deiner Hand eine Ausrüstungskarte von deinem Deck hinzufügen. Dann, falls sich diese Karte in der Angriffsposition befindet, ändert sich in die Verteidigungsposition. Eine Ausrüstungszauberkarte. Welche können wir uns denn suchen? Vielleicht Schnappstahl? ja, das ist natürlich... Ist schon gut, würde ich sagen. ist echt gut. Du kannst diesen Effekt von ihr nur einfach verwenden. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird oder in Kampf zerstört, erhältst du 2000 Schaden. Okay, also wir müssen sie sofort irgendwie weglinken oder ähnliches. Macht natürlich Sinn. Aber wir können einfach Schnappschleiß suchen. Das ist echt verrückt. Nochmal Flammendrache, Erdgebundene, Eindämm, Oberster König und nochmal das Gefängnis. Ja, Erdgebundene haben nicht nur einen Fehlzweck. Sie brauchen ja eh allgemein viel Spells auf dem Feld, also von daher macht das ja komplett Sinn, dass es da auch mehrere gibt.
Dann nochmal Oberster König, Alter Geist, Gazelle, Panzer, nochmal ihn. Und oh, Turbulenz! Da ist ja nochmal Turbulenz hier. Ja, okay. Es sind hier auch die Monster drin. Turbulenz, ein sehr, sehr schönes Monster. Artwork 10 von 10, Effekt 20 von 10. Also, unglaublich gute Karte. Nicht ohne Grund diverse Tops. Jet-Synchron, Trade-Kämpfer nochmal, Oberst, Rettungs... Der Saurier, übrigens auch eine neue Fusion. Also ich sag ja, es gibt schon eine vergangene Fusion, aber es gibt natürlich eine neue Fusion. Und nochmal Waschbär. Juhu, noch ein, dann haben wir drei. Ey, drei wäre richtig gut. Dann fehlt nur noch Kirin. So, löschen, Doppelkrieger, alarmieren, Protokoll, Oberwut und... Oh, okay, wir haben zwei. Das heißt, wir können einen aus dem Deck beschwören. Und das letzte Pack. Alter, ich sehe gerade auf der Uhr. Es geht schon wieder lange. Ich habe mich viel zu viel lange aufhalten lassen. Löschen, alter Geist, mein Leben ist... Und nochmal... Ultimativer Flammschildkämpfer. Okay, muss ich lesen. Es tut mir leid. Zum Abschluss nochmal lesen. Flammschildkämpfer und Kampfflammendrache. Achso, das ist der andere, ne? Ist das die andere? Egal. Auch immer die beiden brauchen wir. Was sagen sie da? Du kannst ein Monster wählen, das den Gegner kontrolliert. Zerstörer ist und falls du dies tust, fügst du den Gegner 500 Schaden zu. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Dies ist ein Schnelleffekt. Falls diese Karte mit einer Ausrüstungskarte ausgerüstet ist. Okay, das ist noch besser. Okay, super guter Effekt schon mal. Am Beginn des Dem-Steps, falls diese Karte kämpft, du kannst die ATK, diese Karte, bis zum Ende des Spielzugs verdoppeln. Aber falls du dies tust, zerstörst du während der Endphase des Spielzugs. Du kannst den Effekt von ihnen einfach auf die Suche verwenden. Oh! Wir zerstören die Karten, rüsten ihn mit der anderen Fusion aus. Er kann zweimal angreifen, hat 5600 ATK. 5600 ATK, zweimal angreifen und Feuermonster zerstören. Hui! Und er ist, warte, er ist ein Flammenschwertkämpfer, ne? Warte. Jetzt müssen wir nochmal back. Was sagt er nochmal? Der liegt auf dem Friedhof. Okay, er liegt auf dem Friedhof. Er legt halt die Fusion auf dem Friedhof, die ihn ausrüsten kann. Aber ich suche jetzt eigentlich die Karte, die, wenn was zerstört wird... Ich finde es jetzt nicht, ne? Doch, da. Apropos Spielzug. Du kannst ein offenes Monster von deiner Hand oder auf einem Spielfeld auf den Friedhof legen. Beschwöre einen Flammenschwertkämpfer. Als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Dies wird auf Fusionsbeschwörung finden. Flammenschwertkämpfer. Ach, interessant. Okay, der holt die Original... Aus, ja, okay. Also du kannst ihn auf jeden Fall auch beschwören ohne... Interessant. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. So, was haben wir jetzt hier? Auf jeden Fall kann man sagen, ich habe hier einiges. Und auch schöne Highlights. So, wir gehen noch mal schön durch hier. Wir haben hier halt Flammenschwert. Also wir haben sehr viel zu Flammenschwert. Wir haben nur Dino. Wir haben sie gezogen, was ein Highlight natürlich ist. Wir haben die Kleinen gezogen, was auch sehr gut ist. Wie gesagt, Synchro. Turbulenz, lang gesucht, aber doch gefunden. Ich finde Scene auch interessant. Dann haben wir halt nochmal, wir haben hier den MySpector, finde ich super, dass die hier ebenfalls drin sind. Wir haben Synchrofusion und dann zu guter Letzt haben wir nochmal Jet-Synchron in Collectors. Also super gut gezogen. Ich kann mich da definitiv nicht beschweren mit diesen beiden hübschen Karten hier an meiner Seite. Ja, Leute, das war jetzt hier das Set. War überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Rettungsace drin ist. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Altergeist drin ist. Und dass hier so viel Flammenschwertkämpfer drin ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber, ey, nehmen wir natürlich mit uns Synchro auch. Super, gefällt mir. Ah ja, genau, und MySpector ist drin. Was auch super gut ist, weil, wie gesagt, im nächsten Hauptset bekommen wir eben MySpector Support. Bedeutet also, super gut, dass die hier eben drin sind. Gefällt mir sehr gut. Und ich wünsche euch jetzt natürlich, wie immer, einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.